Hallo zusammen, herzlich willkommen zu WWino. Heute gibt es was Kaltes, Rotes aus Österreich. Mehr dazu nach dem Intro. So, heute gibt es wie gesagt den coolen Roten aus Österreich. Und zwar befinden wir uns heute im Grenzgebiet zwischen Slowakei, Ungarn und Österreich. Der Winzer, der dort sitzt, ist der Klaus Preisinger und der macht zum Teil sehr ausgefallene Sachen. Ich habe hier für euch heute den Pushta Libre. Pushta kommt aus dem Altslawischen, bedeutet Leere oder Steppe. Und dieses Gebiet ist halt auch sehr, sehr baumarm. Und wie gesagt, da sitzt dieser Winzer. Und ja, Libre heißt natürlich Freiheit. Und dieser Winzer ist, glaube ich, sehr freiheitsliebend mit den Sachen, die er mit dem Wein macht. Zur Herstellung des Weins. Wir haben hier einen Rotwein. Es gibt in der Rotweinbereitung drei verschiedene Sachen, wie man Rotwein macht. Und hier haben wir eine Kohlensäure-Maische-Gärung. Lasst euch das Wort mal auf der Zunge zergehen. Kohlensäure-Maische-Gärung. Jetzt kommt das Ding aus Frankreich, Maceration Carbonique. Das hört sich doch schon viel geiler an als die Kohlensäure-Maische-Gärung. Aber es ist halt, wie es ist. Fazit oder Fakt. Die Trauben werden extrem, man muss bei der Lese extrem aufpassen, dass nichts beschädigt wird. Also die Trauben müssen wirklich ganz am Weingut ankommen. Keine Traubenhäute dürfen aufplatzen. Dann kommt das alles in einen großen Tank. Dann wird es mit CO2 gefüllt, also das heißt, es wird unter Sauerstoffabschluss, werden die Weine oder werden die Trauben sich selber überlassen. Ja, das heißt, Hefen können ohne Sauerstoff nicht arbeiten, das heißt, es findet keine alkoholische Gärung statt. Die Gärung, die stattfindet, ist eine intrazelluläre zelluläre Gärung. Das heißt, es befindet sich alles in den Trauben statt. Die Trauben durch das Eigengewicht platzen auf, die intrazelluläre Gärung findet statt. Und alles, was an Stoffen in den Trauben ist, zieht ins Fruchtfleisch. Ja? Das heißt, auch Tannin, was in den Trauben Schalen ist, zieht ins Fruchtfleisch. Dann, wie gesagt, die Trauben bleiben 2 Wochen mit dem Eigengewicht im Tank und dann wird die Flüssigkeit abgezogen. Wein ist übrigens auch biodynamisch ausgebaut. Das heißt, Klaus Preisinger geht hin, es wird also nicht gefiltert, es werden keine Reinzuchthäfen genommen. Es wird einfach mit dem gearbeitet, was die Natur gibt. Und wenn ich den Wein gleich einschenke, dann seht ihr halt, dass er auch nicht, wie gesagt, gefiltert worden ist, weil in der Mitte ist er sehr, sehr dunkel. Was der Klaus halt macht, er gibt in manchen Partien, lässt er die Stängel dran. Und das habe ich ja gerade eben erklärt. Es geht alles ins Fruchtfleisch, auch das Tannin, was man manchmal haben will. Und wenn er die Stängel zugibt, gibt er dem Wein ganz, ganz kleines bisschen Tannin mit, also damit ein bisschen mehr Dampf reinkommt. Ihr werdet das jetzt sehen, wenn ich einschenke. Pushta Libre, Freiheit. Der Wein sollte kühl serviert werden. Der Winzer sagt, eigentlich ist der Rotwein eigentlich mehr wie ein Weißwein geschmacklich. Und das werden wir jetzt mal testen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. In der Mitte ist es halt sehr, sehr, also es ist halt nicht gefiltert. Ja? Es ist immer so ein bisschen, als wenn Trübstoffe drin wären, sind aber nicht. Knaller. Also man riecht den Rotwein raus. Rotwein ist ja auch geruchstechnisch gesehen, geht ja in eine gewisse Richtung, aber da er halt kühl getrunken wird, ich mach's jetzt einfach. Jo. Jo. Also, klar geht er in eine Richtung Traubensaft. Ist ja aus Trauben gemacht, aber wie gesagt, weil er die Stängel dran lässt, merkt man so ein bisschen hinten das Tannin. Das ist super, super für den Sommer. Also Rotwein, kühl getrunken, aus dem Kühlschrank, mega. So, Fazit, cooles Ding, schmeckt, riecht nach Sauerkirsche. Ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, ihr müsst ja selber raustesten, wie es riecht und schmeckt. Also Spaßmacher pur, Rotwein, der nach Weißwein schmeckt und im Sommer funktioniert das super. Ja, wenn euch das gefällt, was wir hier so machen, bitte lasst gerne ein Abo da. Das würde uns weiterbringen. Ich will noch nicht so viel verraten, aber es entsteht noch einiges um den Kanal WWino. Was liefern wir euch häppchenweise? Wir wollen ja nicht direkt alles Pulver verschießen. Und wie gesagt, lasst ein Abo da. Es kommen noch spannende Sachen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zu WWino. Neu machen. Hmm.
Hallo zusammen.